Liebe Zuschauer, es ist mal wieder Underground Metal Battle Zeit. Ja, der gute Relaxo hat mich gebettelt und ich schieb das ja schon eine ganze Weile vor mich her. Jetzt habe ich aber gerade mal so einen Moment, wo ich wirklich spontan sage, so komm, das machst du jetzt. Jetzt hast du irgendwie gerade mal Bock auf ein bisschen Musik nochmal und bist auch bereit, dich den dunkleren Abgründen der Musik zu stellen. Denn ich weiß schon, dass mich da irgendwie was Richtung Black Metal erwartet. So. Und da man mir ja schon im Nacken sitzt, ne, mach mal endlich, ne, wenn ich das machen würde, hieß es mir hier, Slane, du Arschloch, ne, geh mir nicht auf den Sack, ne, ja. So, nein, Spaß. Ja, also ich mach das jetzt und dann wollen wir mal gucken, was der gute Relaxo uns dazu erzählt hat und welche Band er uns da präsentieren wird. Und das machen wir natürlich gemeinsam. Und zwar auf 3, 2, 1, jetzt. Servus, Tommy. Servus. Ich habe jetzt gedacht, ich mache jetzt schon das Rebattle, weil es pisst draußen wie Sau. Schon. Das ist nicht mehr feierlich. Ja. Das ist, hat gerade frisch angefangen. Das ist, oh. Ich habe da an sich ja nichts gegen, aber das ist schon schlimm. Oh, aber das interessiert euch ja gar nicht. Das interessiert euch ja nur der Battle. Und zwar, Slane, wirst du dir jetzt eine Symphonic Black Metal Band anhören müssen. Müssen, gut. Die wurde 2011 gegründet, ist immer noch aktiv. Country, also woher sie kommen, das ist die Ukraine. Location Kharkiv. Kharkiv klingt lustig. Wie gesagt, spielen Symphonic Black Metal, haben bisher 2 Full-Lengths am Start. Son of the Morning 2013 und Messiah 2016. Also das kam ziemlich aktuell raus. Weiß aber, das habe ich nicht. Ich habe keines der beiden Alben, weil die sind, glaube ich, das erste ist ziemlich schwer zu kriegen und das zweite auch. Das ist alles, ja, würde ich aber gerne, weil die Band finde ich, wie gesagt, geil. Das ist, wie gesagt, ist ja eigentlich logisch, wenn ich sie hier battle. Weil ich persönlich bin so, ich battle nichts, was ich scheiße finde. Ja. Ich battle nur das, was ich geil finde oder gut finde. Da bin ich halt so. Es sei denn, jemand ärgert mich zu viel. Ich kenne da nämlich viel. So, Members haben wir den guten Odalf an den Drums. Astark sitzt an den Vocals. Guitars, Bass, Keyboard. Der ist auch seit 2011 dabei und der Drummer auch seit 2011. Dann haben wir den Blodorn am Bass seit 2015. Sonst hier. Dann steht hier noch Hagalf, ist noch am Bass 2012 bis 2015. Topfef. Guitars, meine ich, 2013 bis 2015, ich bin schon komplett neben der Linie. Das ist ja schlimm, Leute. Ja, und zwar wirst du aus dem Song, aus dem Album Son of the Morning den 5. Track reviewen, und zwar My Death, also mein Tod auf Deutsch. Dazu gibt es nämlich auch ein offizielles Musikvideo, das ich persönlich affengeil finde. Kannst du ja auch mal was kurz sagen, wenn du Bock hast. Wahrscheinlich ist es für dich zu normal, aber ich weiß nicht. Es hat so einen ganz speziellen Flair, den irgendwie nur wenige auch so schaffen, so gut einzufangen. Ich weiß es nicht. Ich finde es persönlich irgendwie was Besonderes. So, und jetzt kommen wir noch zum Titel der Band. Das habe ich jetzt fast völlig vergessen. Und zwar ist es die Band Elder Blood. Ja, Elder Blood. Ein schöner Name auf jeden Fall. Ja, gut. Dann haben wir das jetzt. Und ja, ich bin gespannt auf deine Meinung, obwohl ich kann es schon so ungefähr denken, aber wer weiß, vielleicht besteht noch Hoffnung. Nein. Aber Spaß. Also bis zum nächsten Battle, bis zum Rebattle. Tschüss. Tschüss. Nee. Weißt du, Relaxo, ich bin jetzt schon 39, bald 40 Jahre. Ich glaube, bei mir kriegt man kein Black Metal mehr reingeprügelt. Das heißt, ich höre jetzt schon seit fast 32 Jahren True Power und Speed Metal und Thrash Metal vielleicht maximal.
oder Hardrock und Rockmusik generell, da geht nichts mehr. Das ist kaputt alles. Alles völlig zerstört. Um mich herum ist so eine unsichtbare Schutzplatine aus True-Metal-Stahl. Da kommt nichts durch, was schwarz ist. So, warum ich gerade gelacht habe übrigens, in dem Moment, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber hier auf dem Kopfhörer kam, was hier, fiel mir das auf, das Video liegt ja schon ein bisschen zurück, ne, so ein paar Wochen oder, ne, und da war ja Unwetter beim Relaxo und in dem Moment, in dem man den Songtitel, den Titel des Liedes, was ich mir jetzt gleich anhören werde, gesagt hat, brach über ihn der Donner herein. Die Götter des Metals verachten dich allmählich, glaube ich. Du sollst nicht immer den Slain peinigen mit schlimmen Black Metal Songs und immer wieder versuchen, ihn zu bekehren. Erstmal habe ich das Gefühl, so mancher von den Bettlern da draußen, ne, das ist so ein bisschen wie so ein Christ. Ne, der immer wieder die Bibel links und rechts um die Ohren haut, in der Hoffnung, dass so zwei, drei Verse irgendwo hängen bleiben. Was aber bei mir genauso wenig funktioniert. Gut. Alles für Spaß, es ist nichts Böse gemeint hier. Aber wir sind ja hier beim Betteln, ne? Also, kann man ja mal ein bisschen Spaß machen. Nein. Also, ich werde mir diesen Song dann jetzt zu Gemüte führen von Elder Blood. Und werde mich dann gleich, ja, mit meinen Eindrücken zurückmelden. Jo, Elder Blood mit My Death liegt hinter mir. Zweimal. Na, dreimal. Ich habe mir das Video auch nochmal angeguckt. Also ich habe den Song dadurch ja dreimal gehört. Weil der läuft da ja, wenn man sich das Video genauer anguckt. Uiuiuiui. Ja, es gibt dann doch mehr dazu zu sagen, als ich dachte. Gleichzeitig aber auch wieder nicht. Wie ich das meine, werdet ihr ja gleich hören. Also, ja, der Relaxo hat ja schon einiges dazu gesagt und es ist mal wieder der Fall ein wenig eingetreten, dass man sich vielleicht über manche Bands und vor allem deren Musiker im Vorfeld mal ein wenig mehr informieren sollte. Dazu aber gleich mehr. Also, wie gesagt, die Band heißt Elder Blood, sind aus Kharkiv, den Ukraine, ich glaube, es ist Russland, oder? Und ist auch noch aktiv und Gründungsjahr war 2011. So viel zur Band History. Zwei Alben am Start, das war's bisher. So. Ja, wie gesagt, der Relaxo hat über die Musiker ja soweit auch fast alles gesagt. Nur noch Folgendes möchte ich anfügen. Der Drummer Odalf war bei drei nationalsozialistischen Metalbands tätig. Eine namens White Load, die machen Heavy Metal. Ne? Also RAC Heavy Metal. Eine mit dem Namen Runes of Dianzet oder Dianzet oder sowas, machen Black Metal. Und die Band Sokyra Piruna, so steht es jedenfalls bei Metal Archives übersetzt, das sind so russische Buchstaben. Und das ist wohl Sokyra Piruna, spricht man es mal aus, keine Ahnung, machen Pagan Metal. Und Sokyra Piruna führen sogar in ihrem Bandlabel, also in ihrem Schriftzug, ein Swastika zwischen den beiden Worten an, ne? Ihr habt da so einen dreckigen Nazi am Schlagzeug sitzen. Das war schon mal sehr sympathisch. Gut, ja. Ist mir allerdings auch in dem Punkt ein bisschen schwammig, da ja die Band teilweise russisch, teilweise englisch singt. Und das trifft auch auf sämtliche anderen genannten Bands zu. Also sind das jetzt wohl keine deutschen Nazis oder was? Es geht aber um Rassismus, Nationalsozialismus. Ist alles aufgeführt als Songthemen und bei Metal Archive stehen ja eben auch die Textthemen, die Band behandelt, hauptsächlich. Ne? So, gut, ja, so viel dazu schon mal zum Hintergrund und zu den Fakten über die Musiker selbst. Ne? Schon mal ein sehr sympathischer junger Schlagzeuger, nicht wahr? Kommen wir zum Eingemachten, zum Song selbst. My Death aus dem 2013er Debütalbum der Band Elder Blood. Das Album heißt Son of the Morning. Und ja, das Ganze geht los mit einem Mid-Tempo-Einstieg. Also es ist jetzt nicht, wie erwartet, klassischer Black Metal. Also Blast Beats oder wie sagt man dazu. Sondern es ist wirklich durchgehend Mid-Tempo. Es gibt keine Raserei in diesem Song. Allerdings ist es komplett belanglos. Das Riff ist dermaßen simpel gehalten, dass es nicht mal annähernd zum Luftgitarre-Spielen animiert oder so. Also es ist einfach so ein vor sich hin plätscherndes Standardriff, kann man sagen. Und auch die Keyboards, die da so ein bisschen symphonisch daher
plänkeln, die reißen da nicht viel raus. Dann geht der Gesang los, ne? Und wir haben typisches Black-Metal-Gerotze von der Stange, wie ich es schon von tausend anderen Bands gehört habe. Was man dem Ganzen aber zugutehalten muss, ist, dass der gute Sänger hier Raum in der Stimme hat. Viele machen hier einfach nur und das war's dann. Ja, die klingen dann irgendwie so eine Trauma-Will von Atomschleim verseuchte Katze, die gerade stirbt oder so. Und naja, hier ist es ja so, dass er schon Raum in der Stimme hat. Also das ist schon... Das macht man nicht so einfach nach, sag ich jetzt mal, ja? Das ist also kein Katzenjammern. So, trotzdem ist es immer noch so, dass mir diese Art von Gesang nicht gefällt. Da der Text auch noch in Russisch ist oder Ukrainisch oder was auch immer, und konnte ich auch keinen Refrain ausmachen. Ich meine, der Song heißt My Death. Diese Worte werden nicht ein einziges Mal, jedenfalls habe ich sie nicht raushören können, gehört. Und ich habe auf Metal Archives auch die Lyrics gelesen, wenn man es denn so nennen will, gelesen. Weil da stehen auch nur diese russischen Buchstaben, ne? Toll, gut. Also, ja, und ist aber auch egal. Man hört auch so den Refrain nicht raus, als wenn sie es singen würden, würde es einem nicht auffallen, weil der Song kaum seine Struktur ändert. So wie der anfängt, geht er auch weiter und wird er bis zum Schluss durchgezogen, kann man sagen. Mit so ein paar kleinen Wellen drin. Zum Beispiel bei 1 Minute 40 erfolgt so ein kleines Solo und das Keyboard, das vorher symphonisch war, wechselt so ein bisschen zum Piano-Sound, einmal kurz. Ne? Da gibt es wieder einen langen Schrei von dem Kreischhals da und dem folgt dann noch ein ganz netter Instrumental-Bridge-Part. Ja, gut. Dann folgt wieder der, ich weiß es nicht, vielleicht der Refrain oder was, das, was er halt eben jetzt schon ins Mikro da geifert und dem kommt nochmal eine Bridge hinterher, so gegen Ende, nur dieses Mal noch untermalt mit einem Keyboard-Teppich. Und gegen Ende gibt es noch ein melodisches Gitarrensolo, das eigentlich sogar recht brauchbar war. Auch wieder überraschend melodisch für Black-Metal-Verhältnisse. Ja, und das war's damit. So ist das auch schon wieder aus. Zum Video kann man noch kurz sagen, ja, es ist ein typisches Black-Metal-Gepose-Video. Ich bin so böse, ne, kennt ihr ja. Und halt eben da die angemalten da, Typen und in einigen Szenen pullt er sich im Gesicht so ein bisschen rum, so, als würde er sich jetzt die Gesichtshaut runterreißen wollen. Und die ganzen Leute stehen da halt eben vor, in so einem dampfgefüllten Raum vor einem CGI-Himmel. So, ne? So. Als würden sie am Rande des Schlachtfeldes von 300 stehen oder so. Ja. Gut. Mein Gesamtausdruck ist langweilig. Tausendmal gesehen, tausendmal gehört. Nur, das ist das Einzige, was es ein bisschen sich abhebt vom Einheitsbrei, ist, dass es mit Tempo war. Aber andererseits auch wieder nicht. Ich habe ja damals mal so eine Phase gehabt, wo ich sowas auch mal ein bisschen entdecken wollte. Da habe ich zum Beispiel Bands gehört wie Samael. Oder wie hießen die andere nochmal? Belial hieß, glaube ich, eine. Das waren auch so. Die hatten auch schon mal mit Tempo nochmal dabei. Und so kann man das eigentlich auch kategorisieren. Nur die waren aber noch ein bisschen... Da waren noch erkennbare Riffs, die man so ein bisschen nachvollziehen konnte. Nach dreimal hören kann ich euch das Riff jetzt nicht vorrufen, weil es so langweilig war. Gut, und wie gesagt, auch wenn es durch das gedrosselte Tempo ein bisschen und die wenigen simplen Melodikparts ein bisschen erträglicher war, trotzdem, der Song bekommt von mir gnadenlos 4 von 10 Punkten. Mehr ist da beim besten Willen nicht drin. Und das wird sich bei Black Metal bei mir auch niemals ändern. Es sei denn, wir hatten ja schon mal einmal den Fall, dass da der musikalische Part so geil war, dass ich sage, okay, als Instrumental würde ich mir das jetzt schon anhören. Und dann ist aber dieses Gekreische hier immer noch ein großer Störfaktor und ein riesen Minuspunktefaktor. Aber gut, ihr meint, ihr wollt meine Meinung von einem unqualifizierten Power-Metaler, der dadurch, dass er sein Leben lang nur Scheißmusik gehört hat, gar nicht den Intellekt besitzt, um mit euch mitreden zu können, ihr Black-Metal-Fanatiker, ja? Ihr wollt ja aber meine Meinung hören, denn ihr bettelt mich ja mit dem Scheiß. Und das ist meine Meinung. Und die sage ich so, wie sie ist. Da verschönere ich gar nichts. So, mein lieber Relaxo, jetzt werde ich mich da hinten hinstellen und rebattlen. Nicht nur dich, auch noch ein paar andere. Und das mache ich jetzt noch. Und das heißt ja nicht umsonst Underground Metal Battle. Deswegen werde ich dir ein neues Genre präsentieren. Und ich weiß nicht, ob du das, vielleicht magst du das dann ja sogar, vielleicht findest du das sogar cool, dann schön, ist dann ja gut, aber ich weiß es noch nicht genau. Vielleicht findest du es auch total scheiße und schlägst die Hände über den Kopf zusammen, was soll die Scheiße, sagst du vielleicht. Slain, gut, dann habe ich es dir heimgezahlt, denn ich habe die Nase und die Ohren voll vom Black Metal, kann ich euch nicht anders sagen. Es ist für mich
wenn ich jetzt mal so Resümee passieren lasse, die ganzen Battles, die sich in diesem Bereich, im Black Metal Bereich, bewegt haben. Alles das Gleiche. Aber mit Ausnahme von dieser einen Band, deren Namen ich mir vergessen habe, weil die so symphonisch waren und so episch. So. Das hatte so ein bisschen was von Bathory. Ohne guten Gesang. Und ohne die epischen Chöre. Soweit ich mich erinnere. Das kam, glaube ich, vom Flaming Flow, die Band. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber sonst war da auch nichts. Sonst war das eben nix. Aber gut, so, ja, mal sehen, was ich mir da für dich raussuche. Und das mache ich dann erst gleich noch. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das hatten wir ja doch dann überraschend schnell erledigt, das Ganze. Sehe ich gerade. Oh, naja, ist dann so. Weil, wie gesagt, es gibt zu diesem 4 Minuten noch was Song nicht mehr zu sagen, meiner Ansicht nach. Und wir sehen uns dann wieder bei irgendeinem Video auf meinem Kanal wahrscheinlich. Oder ihr seht ihr euch jetzt die nächsten Battles an, die ihr noch so beim Googlen findet. Und dabei wünsche ich euch natürlich viel Spaß. Und bis zum nächsten Video sage ich wie immer, farewell.